Jo, meine lieben Leute, ich bin es wieder mal, euer René Kerschbaumer. Und ja, dieses Mal erzähle ich einmal was von einem Spiel. Ein gutes, was ich echt kaum gespielt habe. Und zurzeit habe ich doch ein bisschen mehr Lust bekommen, wegen der Online-Funktion zumindest. Ne? Und ich finde es schon interessant, was die PlayStation 4 hat. Also ich will jetzt nicht zum heißen Brei reden, ich will es gar nicht so lang spannend machen. Ich rede von diesem Teil GTA, Spiel von der, für die PlayStation 4. Also das ist Grand Theft Auto 5.5. Das spiele ich gerne, aber zumindest die Online-Funktion. Vielleicht gibt es manche, die möchten halt die Story-Funktion vielleicht lieber. Und ja, ich zeige es euch von hinten kurz her. Und ja, bevor ich gleich anfange, ein kurzes Ausschnittvideo zu zeigen. Wie immer hier diese kurze Einblendung. Und ja, genau an diesem Tag, wenn ich es ja ganz genau wissen möchte, habe ich dieses Video aufgenommen. Und daher kann man bei diesem älteren Laptop nicht das Jahr sehen, sondern nur die Uhrzeit, Tag und das Monat. Und ja, ich hätte gesagt, fangen wir an. Einer der Situationen, wo ich mich schon ein bisschen heftig geärgert habe und ich wurde wirklich oft von denselben Spieler besiegt, getötet, was auch immer. Und bei dieser einen Situation habe ich mich ärgern müssen und jetzt zeige ich kurz euch das Video her. Und genau diesen Namen von diesem Online-Spieler, als ihr es gerade gesehen habt, der hat mich insgesamt in einem Spiel mich mindestens 18 Mal mich getötet. Innerhalb von ein paar Minuten andauernd. Ich hatte nicht einmal die Möglichkeit, vernünftig meine Online-Statistiken anzuschauen oder die Optionen, was man so einstellen kann bei den Controller, weil es ja andauernd unterbrochen wird, wenn du getötet wirst. Und ja, ich weiß, man kann irgendwo bei den Einstellungen SE deaktivieren, dass man von nichts mehr angegriffen wird, beziehungsweise besiegt oder getötet wird, aber ich weiß noch nicht, wie man das einstellt und ich lasse es sowieso eingeschaltet. Wieso macht das Spielerlebnis erst viel interessanter. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat von dem kurzen Ausschnitt, wie ich online spiele und ja, wie viel gespielt habe ich ja nicht. Ich habe euch ja nur den einen hergezeigt, wie er mich andauernd besiegt hat. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat und ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!